Die wirtschaftliche Lage beruhigt sich langsam. Trotzdem treten deutsche Unternehmen auf die Bremse, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Recruiting, weiterhin kein Thema? Aber natürlich ist das ein Thema. Engagierte, couragierte, kompetente Mitarbeiter, das benötigt ein Unternehmen heute. Die Wirtschaft steht ja enorm unter Druck. Und stellen Sie sich mal vor, da würde jemand Dienst nach Vorschrift machen oder einen unfreundlichen Kundenservice leisten. Das geht einfach nicht. Hier ist die PE gefordert und das Ganze beginnt mit dem Rekrutierungsprozess. Personalabteilungen entscheiden mit ihrer Auswahl über den Erfolg des Unternehmens in der Zukunft. Entscheidungskriterium darf also nicht nur der aktuelle Bedarf sein. Die Personalabteilung, die muss dafür sorgen, dass Mitarbeiter da sind, die die Strategien des Unternehmens umsetzen. Ich kann das mal am Beispiel der Perslo GmbH aufzeigen. Wir haben uns Kundenorientierung auf die Fahne geschrieben. Das bedeutet aber, dass unsere Mitarbeiter insgesamt viel mehr Kontakt nach außerhalb der Firma haben werden, aber auf der anderen Seite auch die Prozesse fürs Unternehmen beherrschen müssen. Das ist sicherlich in unserem Fall ein ganz anderes Profil, als wir das unseren Mitarbeitern vor 10 Jahren zugedacht haben. Wenn dem so ist, dann hat das Konsequenzen für die konkreten Schritte bei der Personalauswahl. Wir müssen den Rekrutierungsprozess verändern. Wir wissen aus Studien, zum Beispiel der Universität Hohenheim, aber auch anderen Studien, dass die biografische Vorauswahl in Verbindung zur späteren Leistung lediglich über eine Aufklärungsvarianz von 4% verfügt. Zusätzlich wissen wir zum Beispiel aus der Gallup-Studie, dass der direkte Vorgesetzte und die Unternehmenskultur für die Bindung zum Unternehmen die entscheidende Rolle spielt. Beides wird zu wenig betrachtet und beides muss im Prozess implementiert werden. Keine leichte Aufgabe für Personaler, gerade in Zeiten, in denen das Tagesgeschäft den Arbeitsalltag bestimmt. Mit dem Mitarbeiterintegrationssystem bieten wir Unternehmen einen maßgeblichen Teil des kompletten Rekrutierungsprozesses. Und das heißt, wir sorgen dafür, dass der erste Filter nicht mehr Biografieauswahl heißt, sondern Passgenauigkeit. Das bedeutet Passgenauigkeit des Mitarbeiters zur Stelle, Passgenauigkeit des Mitarbeiters zum Vorgesetztenverhalten und Passgenauigkeit des Mitarbeiters zur Unternehmenskultur. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir damit die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Rekrutierungsprozesse erhöhen. Ich lade Sie ein, zu uns zur Messe Zukunft Personal nach Köln auf unseren Messestand zu kommen. Dort zeigen wir Ihnen gerne das Mitarbeiterintegrationssystem.